Hoch. Na komm jetzt. So, dann machen wir uns schon mal auf den Weg zum anderen Feld. Wo jetzt hoffentlich der Mais auch jetzt erntereif ist. Gucken wir mal. Jawohl. Endlich. So, fahren wir hier lang, oder? Ja. Da fahren wir lieber hier lang. So. Alles klar, dann fahr hier du schon mal los. Helfer. Können wir mal gerade gucken, wie das hier so aussieht. Ja, das ist okay. ...68. Also Mais ist nicht so ertragreich wie Weizen und man bekommt auch noch weniger Geld dafür. Das ist aber ein schlechtes Geschäft. Wie viele Tonnen Mais will der haben? 51 Tonnen, ne? Das schaffen wir mit diesem, mit dieser Ladung, denke ich. Denn ein bisschen Fortschritt haben wir ja schon innerhalb der Mission, weil ich habe da vorher schon dort den Mais verkauft. Deshalb, ja, denke ich, sollten wir das jetzt schaffen. So. Ach komm, dann fahre ich halt außenrum entlang. Oder? Ach, nee, komm. Fahre ich auch hier lang. Boah, ist ganz schön neblig heute hier. In Bjørnholm. Wo ist Bjørnholm? In Norwegen, ne? Soll in Norwegen spielen. So. Irgendwie ist mir langweilig. Was habe ich denn für ein Gerät nochmal? Also für die Kartoffelernte habe ich das hier. Das habe ich schon. Genau. Deswegen bringen wir jetzt erstmal das Ding von der Kartoffelernte zu... Okay. So, komm. Jawohl, nice. So. Und
hier, das war ja für die Kartoffelernte gedacht, genau. Dann stellen wir das gegenüber, so dass man einfach hier das hier reinfahren kann. Da kuppelt man das da vorne. So. Hier. Und das andere benutzen wir dann für... Bis dann für die Rübenernte. Die Rübenerntemaschine, die kaufe ich mir dann auch. Da können wir dann auch schon mal Rüben und Kartoffeln anbauen. Denke ich, wird auch dann nice. Machen wir ein bisschen Abwechslung. So. Was haben die für eine Arbeitsbreite? Die... Das hat eine Arbeitsbreite von 3,3 Meter. Das von 2. Das hat eine Arbeitsbreite von 3 Meter. Und das Ding auch. Okay. Gut. Das Ding hat auch eine Arbeitsbreite von 3 Meter. Da ändert sich nichts. Ja. Gut. Blatthäcksler. Moment. Bevor Kartoffeln geerntet werden können. Okay. Ich habe schon gedacht, dass man das vielleicht mit einem machen könnte, aber nope. So. Hier, in dieses Ding kommt dann logischerweise die Rübenerntemaschine. Deswegen lege ich das jetzt gerade mal hier hin. Jawohl. Und ja, das war's. Wir entleeren jetzt gerade mal schnell den hier, damit der hier weitermachen kann. Ach komm, weißt du was? Wieso kann der Helfer denn nicht selbstständig das Rohr mal anpassen? Spast. Joa. Mhm. Der Dolly. Solange wir noch keinen LKW haben, lassen wir auch mal den Dolly da, wo er ist. Falls wir mal irgendein Gerät haben möchten, was einen Aufliegeraufsatz hat halt, na, dann können wir das benutzen. So. Wir haben ja Schafe, ne? Machen die eigentlich schon was? Nee, ne? Naja, ein bisschen. Ohne Gras ist halt... Ist halt echt, ne? Nicht so gut. Na nü. Ach komm, steige ich hier aus. Ist der kürzeste Weg zu den Hühnern. Dann sammle ich nochmal ein paar Eier auf. Hui, 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 hui. Hui, 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 hui. Lol. Okay. So. Okay, hier liegen auch noch Eier.
da liegt auch noch eins. Ich finde es so geil, wie man einfach auf die Eier drauf treten muss und dann ist ja schon gut. Meines macht der Bauer in Wirklichkeit auch so, weißt du? Einfach bupp aufs Ei getreten und dann. Dann ist gut. Ja, gut. Was können wir jetzt machen? Eigentlich relativ wenig, denn. Ich meine, ich habe immer noch. Ich habe immer noch nur einen starken Träge. Viel kosten, ein starker Träge. Na gut. Den hier, den werde ich mir wahrscheinlich nicht kaufen, 75 PS. Gut, brauchen wir nicht unbedingt. Wie viel braucht man denn für den Grubber? Mindestens 300 PS. Und bei den Seemaschinen wird es nicht anders sein, bei den großen, ne? Ja, 320 PS sogar. Also, bis wir da hinkommen, ne? Da. 160 PS, wow. Den T8 haben wir. Der hat 320 PS. Ich denke, der nächste, der in Frage kommt, wird der hier sein, ne? Auf jeden Fall. Und dann. Oder der hier. Der kostet aber mehr. Also unterm T8, denke ich, werden wir nichts machen. Obwohl, der ist auch gar nicht so schlecht. Aber auch zu schwach sogar für. Ist das der einzige? Das ist. Den Deutz haben wir, ne? Aber ansonsten. Ist das dann der einzige Deutz? Ja, den könnten wir uns auch noch irgendwann mal zulegen, aber. Naja, wir müssen uns noch so viel zulegen, Leute. Ich blick hier noch gar nicht durch. Ach ja, hab fast vergessen. Das gute Ding muss auch bezahlt werden, ne? Das ist klar. Und ich finde es ein bisschen kacke, dass das Spiel nicht weiterläuft, wenn man im Händler ist. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn das weiterlaufen würde, während man im Händler ist, weil, ja, kann man ein bisschen Zeit sparen. So. Auf jeden Fall. Ja. Speichere ich erstmal gerade ganz kurz. Also, bis gleich, Leute. So. Gut, dann gucken wir mal, was. Der jetzt hier so macht, okay, dann können wir jetzt mal auslernen gehen. Ganz easy. Hui. Ist das die letzte Reihe? Ja, ist die letzte Reihe. Na komm, halt an. Obwohl. Machen wir es so. Und nochmal so viel. Okay. Gut. Dann klappen wir das jetzt hier alles mal ein. Und machen uns wieder auf die Heimfahrt.
Na, ich glaube, ich fahre erstmal den hier weg. Weil... keine Ahnung. Ist gerade wichtiger. Denn ich möchte jetzt hier so langsam mal das Money haben. Ich guck dann gleich mal drüben, wo wir genau den Mais hinliefern müssen. Den Mais oder das Mais? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube den Mais, ja. Hui. Hui. Nicht zu verwechseln mit Genmais, ne? So. Gut. Krambekipper. Jawohl. So. Wieso mache ich das eigentlich gerade? Ich könnte doch einfach das auffüllen können. Vielleicht weil ich ein Bob bin. Also habe ich mal wieder überhaupt sehr viel nachgedacht gerade. Also wie viel kostet denn der Körner meist gerade? Oh. Frage ist halt, wo muss ich das hinliefern, ne? Mais für die Reederei. Gut. Die Reederei ist immerhin das bestbezahlte Anbieter von Körnermais. Dann fahren wir den zur Reederei. So. Nochmal auffüllen. Boah, ich bin so ein Depp, ey. Komm. Weizen, Gerste, Raps. Schön gleichmäßig hier auffüllen. So. Dann machen wir uns mal auf den Weg, ne? Reederei ist da oben. Dann würde ich sagen, fahre ich hier den Berg runter. Und dann... ja. Können wir das dann dort verkaufen? Boah, wie schnell ich bin hier. 56 km/h, Leute, ja. Das geht ganz schön ab hier. Nehmen wir mal hier eine kleine Abkürzung. Jo. Das ist ja prima. Boah, ich find's immer noch so geil, dass man jetzt endlich mal die komplette Karte hat. Und vor allen Dingen auch nicht so mini, sondern auch mal, dass man was erkennen kann. Kann man da immer noch durchfahren? Ja. Müssen wir es irgendwie in den Optionen ändern, oder... haben die das aus performance-technischen Gründen gemacht? Keine Ahnung. So. Hoppala, da war ich ein bisschen zu
ein bisschen zu schnell unterwegs. So. Gucken wir mal, wie viel wir hier rausbekommen. Sind 1000. Immerhin 44.000. Immerhin. Wie viel haben wir jetzt noch im Lager? 13.000. Also Mais. Es lohnt sich ja überhaupt nicht. Wie viel haben wir jetzt? 70.000, 74.000 darf das kosten. Gott, selbst das kann ich mir nicht leisten. Selbst das kann ich mir nicht leisten. Wow. Ganz großes Kino hier. Mais anzubauen for the win. Beziehungsweise Mais anbauen for the win. Dann wahrscheinlich doch am besten einfach zum Häckseln da. Man kann ja jetzt auch anderes Getreide häckseln, ne? Keine Ahnung, ich guck da tausendmal nach. Schneidwerke? Genau, Mais und... Boah, was ein Glück, ey. X 1100. Ja gut, das Ding hier ist unnötig, weil man damit nur Gras schneiden kann und hiermit kann man auch Gras machen. Was? Also es kann ja nur ein Fehler sein, dass das hier 30 ist. Ich meine, das Ding ist so klein und kann gar nichts. Okay, also diese beiden Dinger hier, die können wir, denke ich, mal gebrauchen. Das ist super. Futtertechnik, wie viel kostet das? 39.000, ja. Buff. Ich finde es ein bisschen verwirrend, dass Heu und Gras dasselbe Zeichen haben. So. So. Gut. Dann ist unser nächstes Ziel... Ja, weiterhin Getreide anbauen und so. Aber ich glaube, nee, ich kaufe mir jetzt ein Feld. Passt auf, Leute, ich kaufe mir jetzt ein Feld, mit dem ich dann ordentlich Gras. Anbauen kann. Was ist denn das für ein Feld? Aha. Das sieht nett aus, aber ist auch so unebenerdig wie sonst sowas. Boah. Mann, das ist doch kacke, dass es nicht mal gerade Felder gibt. Boah. Das ist aber teuer. Das ist es mir dann doch nicht wert. Hm.
frag mich ja, ab wann wir ohne Schulden auskommen. So, hier unsere Stelle, wo wir früher immer Holz gemacht haben. So, soll ich den restlichen Mais auch noch? Nee, das lohnt sich nicht. Denke ich. Ist klar, das lohnt sich natürlich nicht. So, auf jeden Fall. Was ich glaube, ist, dass ich dieses Feld hier kaufen werde. Obwohl, was für Felder bieten sich denn noch an? Die 30 und die 25. Und da hinten die 27 sieht auch nicht verkehrt aus, aber die wird auch wieder zu viel kosten.